Das ist Jan. Weil er heute nichts Besseres zu tun hat, berechnet er heute, ob sein Verein ein rechteckiges Spielfeld hat. Klingt nerdig, ist es auch. Aber egal, erst einmal muss er wissen, wie er das am besten macht. Klar, Jan könnte jetzt mit einem Maßband jede Kante des Spielfeldes einzeln messen und dann auch in jeder Ecke den Winkel messen, aber Jan sitzt gerade so gut im Sportheim vor seinem Bier und da möchte er auch bleiben. Was macht er also? Er benutzt die Vektorgeometrie. Wie das geht, erklären wir euch in diesem Video. So, nochmal zurück zu Jan. Der packt erstmal sein Ass aus und zwar ein Lasermessgerät. Mit diesem Teil kann er die Koordinaten der Eckpfosten des Spielfeldes bestimmen. Wie das jetzt genau geht, soll hier nicht weiter das Thema sein. Ist außerdem auch mit ein bisschen Rechenarbeit verbunden. Lassen wir also Jan mal messen und rechnen. Wir stellen uns lieber mal die Frage, wie weisen wir Rechtecke allgemein nach? Wir haben also die Koordinaten von 4 Punkten im Raum und wollen wissen, ob diese ein Rechteck bilden. Also sowas. Jetzt ganz wichtig, Leute. In den meisten Abi-Aufgaben wird immer direkt in der Aufgabenstellung angenommen, dass alle 4 Punkte in derselben Ebene liegen. Oder oft muss man das schon vorher zeigen. Wie das geht, erklären wir aber mal in einem anderen Video. Für dieses gilt, alle gegebenen 4 Punkte liegen in einer Ebene. Wiederholen wir nochmal, was wir über Rechtecke wissen, bzw. wissen sollten. Alle Winkel sind, wen wundert's, rechte Winkel. Es gilt also, diese Eigenschaft nachzuweisen. Wir müssen zeigen, dass alle Winkel 90 Grad sind. Wie machen wir das? Naja, wiederholen wir mal was ihr auch kennen solltet. Das Skalarprodukt. Kennst du, oder? Oder hast zumindest mal gehört? Nicht? Dann klick lieber hier und zieh es dir nochmal rein. Ansonsten gibt's jetzt die Wiederholung. Also es gilt. Das Skalarprodukt zweier senkrecht aufeinander stehenden Vektoren ist 0. Oder anders gesagt, wenn das Skalarprodukt 0 ist, dann ist zwischen den Vektoren ein rechter Winkel. Naja, aber wir haben doch gar keine Vektoren in unserem Beispiel gegeben, oder? Gucken wir nochmal unsere 4 Punkte an. Wir können doch einfach die Kanten als Vektoren beschreiben. Also die hier. Die bekommen wir ganz einfach, indem wir die Koordinaten von 2 Punkten einzeln voneinander abziehen. Solltet ihr ja auch schon wissen. Falls nein, keine Angst, das wird im Beispiel nochmal deutlich. So, wir haben jetzt also durch die Punkte die Kantenvektoren des Vierecks berechnet. Danach können wir das Skalarprodukt zwischen 2 Vektoren, die nebeneinander sind, berechnen. Das Skalarprodukt soll er jetzt 0 ergeben, weil dann haben wir einen rechten Winkel. Und wenn wir für jedes Eck dann einen rechten Winkel haben, also 4 Stück, dann haben wir ein Rechteck. So einfach geht's, in der Theorie. Ja, ich weiß, Theorie ist immer kacke, also jetzt mal ein Beispiel. Mittlerweile hat Jan nämlich alle Koordinaten berechnet. Das Ergebnis gucken wir uns mal auf einem Extra-Frame an. Er kam auf die Eckpunkte hier. Und übrigens, hier seht ihr direkt, alle 4 Eckpunkte haben als Z-Koordinate die 0. Deswegen liegen die schon mal sicher in einer Ebene. Haben wir vorhin gesagt, dass das bei den meisten Aufgaben direkt schon als Bedingung gegeben wird. Und immer noch wollen wir nachweisen, ob der Sportplatz von Jans Verein wirklich ein Rechteck ist. Deswegen hier mal die kleine Skizze im Eck. Also bestimmen wir zuerst mal die Vektoren der Kanten. Zuerst den Vektor von A nach B. Dazu rechnen wir die Koordinaten von B minus die von A. Also 1, 100, 0 minus 0, 0, 0. Gibt dann immer noch 1, 100, 0. Nice, erster Kantenvektor ist berechnet. Genauso machen wir das für die anderen Vektoren. Also als nächstes B nach C. Dafür rechnen wir dann C minus B. Gibt dann 69, 0, 0. Und genau das macht ihr auch für den Vektor C, D und Vektor A nach D. Für C nach D kommt raus 0 minus 100 und 0. Und für den Vektor A nach D 70, 0 und 0. Drückt ruhig Pause und rechnet es selbst nach. So, als nächstes berechnen wir jetzt das Skalarprodukt zwischen zwei benachbarten Vektoren, um zu prüfen, ob da eben ein rechter Winkel ist. Fangen wir mal mit dem oben rechts an. Also dem zwischen BC und CD. Also Skalarprodukt zwischen den beiden Vektoren machen. Dazu einfach die Zahlen aus den gleichen Zeilen miteinander multiplizieren und das am Ende alles zusammenrechnen. Also 69 mal 0 plus 0 mal minus 100 plus 0 mal 0. Da kommt raus 0. Geil, der Winkel oben rechts ist also schon mal 90. Wir müssen aber alle 4 Winkel prüfen. Also ab zum nächsten. Mal den zwischen AB und BC, also unten rechts. Wieder das Skalarprodukt bilden, gibt dann 69 mal 1 plus 100 mal 0 plus 0 mal 0. Das gibt 69. Shit, das ist nicht 0. Wir haben also keinen rechten Winkel. Das heißt, der Winkel unten rechts ist kein rechter Winkel. Und damit ist das ganze Ding kein Rechteck.
Wir brauchen also die anderen Ecken gar nicht mehr zu überprüfen. Ein Winkel, der kein Rechter ist, reicht um zu sagen, wir haben kein Rechteck. Unsere Fußballfreunde kicken also auf einem nicht rechteckigen Platz. Richtig dumm. So, jetzt gibt's an der Stelle noch einen Trick. Eigentlich braucht ihr gar nicht nach allen Winkeln zu schauen. Es reicht, wenn drei Winkel rechte Winkel sind. An der Stelle danke an den Nutzer Toastbrot, der uns zweimal auf das Offensichtliche hingewiesen hat. Toastbrot, du weißt Bescheid. Auf jeden Fall habt ihr drei Winkel gezeigt, ergibt sich automatisch, dass auch der vierte Winkel 90 Grad sein muss. Vorausgesetzt natürlich wieder, alle vier Punkte liegen in einer Ebene. So, was müsst ihr euch also merken? Wenn ihr vier Punkte im Raum habt, die in einer Ebene liegen und wissen wollt, ob diese ein Rechteck bilden, braucht ihr zunächst die Kantenvektoren. Diese multipliziert ihr dann mit Hilfe von Skalarprodukt. Kommt 0 raus, habt ihr einen rechten Winkel. Kommt was anderes raus? Dann nicht. Habt ihr vier rechte Winkel, kann euer Viereck nichts anderes sein als ein Rechteck. Übrigens, auch ein Quadrat ist ein Rechteck. Im zweiten Teil dieses Videos seht ihr dann, wie man nachweist, ob man ein Quadrat hat. Zieht es euch also auf jeden Fall gleich rein. Bis dahin teilt einfach fleißig weiter und kommentiert am besten noch eure geilsten Sportheimerfahrungen unter das Video. Sind bestimmt cooler als Jans. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.